Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie, willkommen in der Familie. Wir machen heute den Trend, der jetzt gerade so krass rumgeht. Es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele Videos zu dem Thema. Hattie hat auch gerade erst eins gemacht. Ich verlinke euch ihr es gerne mal in der Infobox. Ich glaube, das Video an sich, also die ganze Idee, kommt von Rachel Bollinger, irgendwie sowas. Wobei immer irgendjemand anderes angegeben wird, aber soweit ich das gelesen habe, kommt es von Rachel. Ich verlinke euch ihr Video dazu auch gerne mal in der Infobox. Ich habe mir jetzt ein Tutorial ausgesucht von der Queen selbst, Nikki Tutorials. Und ich muss sagen, ich habe Angst. Nikki Tutorials ist für mich die krasseste Person auf YouTube. Dieses Mädchen hat Blending Skills, da falle ich vom Stuhl. Ihre Augenform ist anders, ihre Gesichtsform ist anders. Alles an ihrem Gesicht und an ihren Augen und alles ist anders. Alles. Aber wir werden es trotzdem versuchen und ich habe mir auch eins ausgesucht, was nicht unbedingt einfach ist. Warum? Es war übrigens ein bisschen schwierig, richtige Make-up-Tutorials zu finden. Es gibt gar nicht so viele. Es gibt viele Reviews, aber keine richtig klassischen Make-up-Tutorials. Deswegen hatte ich gar nicht so viel Auswahl, weil ich nicht was super Altes nehmen wollte. Und von den wenigen, die es gerade gab, habe ich irgendwie keine Produkte, beziehungsweise mal ein Produkt und mal eine Palette davon und so. Und in diesem Fall habe ich die Produktliste ein bisschen durchgeguckt und habe eine Palette davon. Ich habe das Video noch nicht angeschaut, ich habe nur die ersten drei Produkte oder so mir noch angeguckt. Ich habe übrigens so ein geiles Glas und eine Beauty-Bilder. Smoky eye for New Year's Eve. I'm in space. I got hollow in my hands and I am so holographic. All right, so today for priming, I want to be a true Instagram legend. So I'm going to be priming using the Farsali Unicorn Essence. Habe ich nicht. Ich habe aber Hydrating Oil von Anastasia Beverly Hills. Ich glaube, das ist was Ähnliches. Wir nehmen einfach das hier. Okay. Also wir lassen es auch so geil runterlaufen. So. Ja, ja, ja. Ey, ich bin gut darin. Es läuft in mein Auge. Stopp, 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 stopp. So schnell bin ich nicht. Okay, dann macht sie einfach so. Then to mattify my T-zone area. Okay, sie nimmt jetzt noch einen zweiten Primer, der mattierend ist. Und ich habe das hier rausgekramt. Das ist von Benefit, The Professional Matte Rescue. Wir nehmen einfach mal das hier. Es sind immer so komische Tropfen, wie sie hat. Das ist ganz, ganz komisch. For foundation today, I'm using a brand new one that I've never tried before. This is Laura Mercier. Sie hat jetzt eine Laura Mercier Foundation, die sicherlich High Coverage ist. Ich habe was anderes. Ich war heute nämlich einkaufen. Ich habe die Dior Skin Forever Foundation genommen. Ich weiß, dass sie sehr gehypt ist und dass sie bestimmt ähnlich ist wie die, die sie gerade benutzt. Und ich hoffe, dass die Farbe passt, weil unter dem Licht war es ein bisschen schwierig. Und sie hat sehr oxidiert bei mir beim Swatchen. Ich bin mir nicht sicher, ob Nikki diejenige war, die auch ständig über diese Foundation geredet hat. Oder irgendjemand anderes? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe sehr, sehr viel von ihr gehört. Ich bin sehr gespannt. Okay, wie trägt sie die denn überhaupt auf? Mit einem... Okay, ich brauche einen Beautyblender. Okay, ich muss schon meine Haare hochstecken. Die sind nämlich sehr schwer. Sehr schwer. Achtung, Colorblocking. Okay, ganz normal, ohne Kommentar. Dann machen wir das mal. Okay, sie macht das direkt auf den Beautyblender, was ich nie mache. Und dann aufs Gesicht. Das ist übrigens die hellste Farbe. Übrigens, keine Sorge, was ich auf Instagram gefragt hatte, ich hatte eine kleine Umfrage gemacht, ist nicht für dieses Video. Ich werde die andere Foundation testen, die gewonnen hat. Okay, full Nikki Tutorial Style. Ich schichte das mal ein bisschen. Es funktioniert einfach bei meiner Haut nicht mit dem Schwamm, so wie sie das macht. Concealer. I do want to let you know that if you like the earrings that I'm wearing right now. Nee, ich will deine Ohrringe nicht kaufen. Sie benutzt einfach keinen Shape Tape. Nikki, ich habe auf dich gezählt. Da sie sonst eigentlich immer Shape Tape benutzt. Und ich Shape Tape habe, nehme ich jetzt Shape Tape. Ich habe echt gedacht, in dem Fall bin ich safe, aber no. Und weil es Nikki Tutorials ist, mache ich jetzt mal relativ viel. Ich habe keine Ahnung, wie viel sie aufgetragen hat. Man sieht es einfach nicht. Oh, warte mal, sie nimmt einen Pinsel. Ich glaube, ich nehme jetzt den. Das ist der A30 von Anastasia Beverly Hills. Okay. Das ist viel Concealer. Ich weiß nicht, wie diese ganzen amerikanischen Beauty-Gurus es überleben, so viel Shape Tape zu benutzen. Man braucht halt einfach nur so ein Viertel davon. Mein Concealer ist aber beim ganzen Gesicht mittlerweile. Hilfe! Wow, okay. 10 Kilo Produkt später. Die Foundation dunkelt nach. Oh, sie nimmt jetzt ihren Schwamm. Okay, Moment. Warte, Nikki. Okay, Schwamm. Sie nimmt jetzt ein loses Puder. Das Fit Me habe ich gesucht, aber es gab es bei uns beim Müller nicht und unser DM hat gerade zu. I don't know. Ich nehme jetzt einfach meinen Laura Mercier ganz normales Setting Puder. Das benutzt sie auch oft. Deswegen müsste das eigentlich auch passen. Mit dem... Oh, no, ja, stimmt. Okay, viel Puder. Also ich sehe jetzt hier rötlicher aus und da nicht. Die Foundation ist echt nicht so krass deckend. Habe ich nicht. Ich habe einen Paint Pot. Das ist Soft Ochre, nimmt sie auch sehr oft. Warum in diesem Video nicht? Ich habe mich drauf verlassen.
Naja, okay, einfach komplett drauf. Warum hat sie jetzt Augenbrauen? Sie hat jetzt plötzlich schon Augenbrauen. Okay, hier steht auch nicht, was sie für die Augenbrauen benutzt hat. Dann würde ich sagen, ich mache meine Augenbrauen wie immer. Sieht eigentlich aus wie so ein Dipbrow oder sowas, deswegen nehme ich jetzt mein Dipbrow. Kann nämlich so hintergehen. Ich habe gedacht, da kommen jetzt die Augenbrauen ganz normal noch, aber nein. Okay, ich nehme jetzt den hier, das ist der Anastasia Beverly Hills 18er. Und meinen Paint Pot. Ordentlich da drauf, okay. Ich weiß nicht, wie sie das immer macht, dass es so mega flawless aussieht. Der Menge an Produkt. Weiter geht's, Niki, los geht's. I'm going in with is by the Zulu Palette by Juvia's Place. Hab ich nicht. And it's the ein Orange. Orange. Hat sie nicht abgepudert? 227 von Zoeva habe ich, glaube ich. Okay, ich habe nicht so ein cooles Orange. Das hier kommt dem Ganzen aber vielleicht ein bisschen nah, oder? Das hier? Das ist übrigens die NYX Fire Palette, falls ich es nicht gesagt habe. Das Orange hier. Einfach drauf. Oh, wow, okay, über alles. Wow. Okay, sie macht das ein bisschen weiter raus. Es ist so schwierig bei meiner Augenform. Ich hoffe, das wird noch bald schöner. Okay, was sagt sie denn noch? Nix. Das hat aber überraschend gut funktioniert. Ohne abzupudern, muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall eine rundere Augenform. Und die Farbe ist auf jeden Fall mehr pinkstichig, glaube ich. Aber ist okay. Soll ich eigentlich mal reinzoomen? Soll ich mich das trauen? Jetzt hat sie so ein Ockergelb genommen. Ich glaube, die hier ist ähnlich. Das ist die Sephora Pro Warm Palette. Mit welchem Pinsel macht ihr das denn? Habe ich, glaube ich, auch. Er sieht bei ihr viel größer aus als bei mir. Oh, wartet mal. Ich muss vielleicht mal die andere Seite noch machen. Sonst habe ich schon wieder vergessen, wie das ging. Okay, jetzt nehme ich dieses Ockergelb und den kleinen MAC Pinsel. This is one of those looks that looks atrocious till the very last step, which is lashes. Schön. So if at any point you are recreating this look and you're like, oh my god, what is this nonsense? Wait till the very end, don't give up, apply the lashes and boom, it pulls it together. Okay, danke, Niki. Fast komplett nach oben. Ah, dieser Pinsel ist wirklich sehr schön. Ich glaube, unten hat sie nicht wirklich verblendet, nur hier oben. Okay, ich nehme jetzt das aus der BH Cosmetics Take Me Back to Brazil Palette, das hier. Ich wollte die eigentlich nicht benutzen, weil ich die ständig benutze, aber das ist das einzige matte Lila, was ein bisschen heller ist. Ich glaube, ich nehme mal den 231 von Zoeva mal schnell und blende dann mit dem hier aus, den ich gerade schon ins Purple gedippt habe. Ich kann kein Deutsch mehr. Okay, sie macht es echt komplett bis innen. Nicht, also nicht hier innen, aber sonst überall. Oh, jetzt gerade sieht es echt scheiße aus. Das will auch gerade nicht so richtig verblenden miteinander. Ich glaube, das Lila war eine gute Wahl. Das sieht sehr ähnlich aus. Sehr ähnlich. Hier ist es noch so ein bisschen rötlicher insgesamt, aber es ist schon ähnlich. Okay, ich glaube, gleichmäßiger wird es nicht mehr. Niki hat gesagt, es sieht am Anfang immer scheiße aus als später gut. Also wir machen weiter. Oh, Moment. Ich habe die Magic bei Juvia's Palette. Yes. Aber was macht sie jetzt? I'm applying it right there. But because we have lost all stickiness from applying the shadow over top of the base, I'm reapplying a bit of that concealer to get the stickiness back. Ich würde sagen, sowas hier. Sieht eigentlich ziemlich gleich aus. Dann nehme ich jetzt die Farbe, die sie auch genommen hat, aus der gleichen Palette. Okay, sie trägt es echt komplett da drauf auf. Okay. Das sieht aber nicht so krass aus wie bei ihr. Was hat sie gemacht, dass es so dunkel ist? Bei mir sieht es nicht so aus. Also bei ihr ist es dunkler, ich weiß nicht warum. Niki, was hast du gemacht? Es ist nicht mal dunkel. Ich habe schon so viel drüber geklatscht jetzt. Habe ich es gerade zerstört? Okay, Leute, sieht komplett crazy aus. Es ist immer noch nicht so dunkel wie bei ihr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Außer mich Fallout jetzt. Toll, ich mach mal die andere Seite. Okay, 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 okay. Jetzt sind sie wieder Concealer. Ich mache jetzt nicht den gleichen Fehler nochmal. Ich nehme jetzt Shape Tape. Und was macht sie jetzt da genau? Ich nehme jetzt den Zoeva 233. Sieht sehr ähnlich aus wie ihre. Könnte sogar irgendwie der gleiche sein, nur mit einem anderen Henkel-Ding-Griff, was auch immer. Sie macht so eine Art T. So weit? Weiter? Ich weiß es nicht. Oh, shit. No! Ich kann das nicht mit so großen Pinseln. Wie machen die das alle? Mhm. Okay. Der hier ist auch so ähnlich. Anastasia A4. Der ist zu groß für mein Auge. Nein, ich nehme den anderen. Die Farbe ist aber nice. Ich habe einfach überall pink. Wo kommt das her? Das geht auch nicht weg. No. Das heißt, ich darf die ganze Foundation gleich nochmal neu machen. Danke, Niki. Und mein Cut-Crease sieht auch nicht so geil aus. Okay, dann mache ich erstmal die andere Seite. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Schichten von irgendwas auf meinem Gesicht. Und das soll was heißen. Okay, sie hat jetzt Holo-Glitzer. Das Schöne ist, ich habe auch Holo-Glitzer. Ich habe sogar 4 verschiedene. Aber ich glaube, ich weiß schon... Oh, jetzt habe ich nur noch 3. Ich glaube, ich nehme den hier. Das ist der von ihrer Too Faced-Kollektion. Glitter Primer habe ich auch. Okay, sie macht das jetzt einfach da drauf. Ich nehme den hier. Das ist der Anastasia A2. Und dann haut sie da einfach Glitzer drüber. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja, okay.
Okay, es ist viel mehr Silber. Ich nehme das hier von NYX. Das ist das 06, glaube ich. Hm? Crystal. Ja, das ist schon eher richtig. Wie weit macht ihr das denn? Okay, schon ziemlich ordentlich. Damn. Alright, quickly highlighting my brow bone. Womit denn? Mit irgendwas Goldenem. Okay, gleich. Ich sehe überall nur noch Glitzer. Okay, weil sie mir nicht sagt, was sie nimmt, nehme ich jetzt Heller aus dem Aurora Glow Kit, weil das so ein bisschen ähnlich ist. Aurora, warum ist es so schwer auszusprechen? Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie das so hier highlightet und nicht so weit nach hinten. Okay, und Icy Blue habe ich. Ich nehme Orion aus der gleichen Palette. Okay. Smoking out that waterline using a black coal. This is by Jouer. Aber ich habe überall Pink. Und Glitzer. Meine ganze Nase ist voller Lidschatten. Okay. Schwarzer Eyeliner. Da habe ich hier den Urban Decay 24/7 Glide-On Pencil in Perversion. Sollte sehr schwarz sein. Ich hoffe, ich habe ihn noch nie ausprobiert. Glaube ich zumindest. Okay. Komplett drauf, oder? Oder? Richtig fett drauf. Okay. And also getting it on the actual lash. Ah. Okay. Oha, so weit rein. Mache ich auch nie. Okay, schwarzer Lidschatten. Das kriege ich, glaube ich, gerade noch so irgendwo gefunden. Einfach komplett schwarz hier drunter. Echt jetzt? Was? Nichts anderes? Also an meiner Augenform funktioniert das nicht so gut. Sie hat gesagt, wir sollen das aussmoken. Also los geht's. Boah, mein Auge kitzelt und tränt. Hilfe. Ein bisschen verprügelter Waschbär, ein bisschen geil. Okay, Lashes sind relativ dramatisch. Die habe ich jetzt natürlich nicht. Ich habe welche, die sehr ähnlich sind. Aber ich habe die leider zerschnitten aus Versehen. Warte mal, macht sie eigentlich keine Mascara vorher? Sie hat Mascara drauf. Okay, wir machen Mascara. Ich nehme mal die Maybelline Total Temptation. Die habe ich noch nie ausprobiert. Ihr habt nicht dafür gestimmt für meinen First Impressions, deswegen nehme ich sie jetzt. Warte mal. Warte mal. Sie hat Braun am unteren Wimpernkranz. Wo kommt es her? Moment, Moment. Kommando zurück. Du hast noch braunen Lidschatten benutzt, du Lügnerin. Okay, nein, ich will auch braunen Lidschatten. Wenn Niki Tutorials braunen Lidschatten hat, will ich auch braunen Lidschatten. Sie hat einfach Mascara und braunen Lidschatten verheimlicht. Die hat uns angelogen. Okay, es ist ein rötliches, dunkles Braun. Ja, das macht natürlich alles viel besser. Okay, jetzt machen wir Lashes. Ich glaube, ich nehme jetzt noch die, die ich zerschnitten habe und hoffe, dass ich das irgendwie zusammengeklebt bekomme. Eine Wimper. Ja, die sind schon ziemlich ähnlich, glaube ich. Okay, okay. Okay, Lashes sitzen schon mal. Wir schauen mal, was jetzt kommt. Okay, so awesome. I think this okay. is one of the most extravagant looks I've ever done in my entire career. Natürlich of course, sucht inspiration. I'm gonna bronze. Habe ich nicht. Nothing powder in Aber ich weiß, dass Niki ständig den Hoola Light Bronzer benutzt und ich liebe den. Deswegen nehme ich den jetzt. Sie tupft. Ist mir noch nie aufgefallen, dass sie tupft. Woher hat sie jetzt Konturpuder? Chill mal. Also ich muss ja sagen, dass mein Face-Make-up so hart cakey aussieht, das habe ich noch nie gehabt, dass es so heftig ist. 500 Schichten Concealer und Foundation und Puder haben wohl nicht geholfen. Ich benutze einfach nur verschiedene Bronzer zum Konturieren, okay? Dann nehme ich jetzt einfach mal den Hoola, weil der ein bisschen dunkler ist. Und gehe damit jetzt hier nochmal drüber. Die Kombi gefällt mir eigentlich ganz gut. Wow, seht ihr, wie die Foundation oxidiert hat? Ich sehe einfach so richtig orange-rosa aus. Crazy. Okay, was macht sie als drittes? A nice glowy blush on those apples. I'm working it back. Glowy blush, okay. Sieht sehr pink aus. Okay, damit kann ich arbeiten. Okay, ich glaube, ich nehme ein bisschen von dem hier. Das ist von der NYX Sweet Cheeks Palette. Das hat so ganz, ganz, ganz feines Schimmerglitzer drin. Das müsste eigentlich passen. Ja. Okay, und jetzt baked sie? Oder was macht sie da? Okay, wir baken. Jetzt habe ich einen weißen Bart. So, und jetzt? Niki, sprich mein Kind. And for my glow, I'm gonna be taking this Dull Beauty Dull Light Highlighter in Shine. No, Like a Diamond. It's called Like a... Do you see that? Das like sieht richtig diamond. Heftig aus, okay. Oh, damn. Okay, ich brauche irgendwas Krasses. Okay, ich glaube, ich habe den perfekten gefunden. Das ist die BH Cosmetics Spotlight Highlight 6 Color Palette. Ich weiß nicht, ob die einen anderen Namen noch hat. Und dann nehme ich... Das hier, das ist Glow und das sieht fast identisch aus von der Farbe her. Mit so einem großen Pinsel mache ich das auch nie. Niki, was machst du mit mir? Leute, seht ihr das? Also... Okay. Hat sie jetzt schon ihr Baked-Zeug abgewischt? Ich glaube schon. So, first going in with the Jouer Longwear Hab ich Lip nicht. Cream Liner in Pink Champagne. Was ist das für eine Farbe? My favorite. Sie macht nur eine Linie?
Okay. Ich nehme jetzt den hier. Der ist von NYX aus so einem Duo, so ein Ombre Lip Duo. Das ist die Farbe Ginger and Nutmeg. Und dann machen wir das auch mal so wie Niki. Oh, Moment. Halt, stopp. Sie macht gerne Highlight genau hier dazwischen. Jetzt nehme ich diesen Lippenstift und mache das so wie sie. Hier so drüber, relativ gerade. Okay, das habe ich auch nicht. Das ist sehr hell. Sehr hell. Okay, sehr hell. Okay, ich habe jetzt einen gesucht, der in Lippenstiftform ist und eine ähnliche Farbe hat, so hell ist und auch cremig. Und ich wollte eigentlich von Melt Cosmetics Blow, oder nee, wie heißt denn der ganz helle? Nude nehmen. Der ist aber leider irgendwo vergraben unter meinen 500 Millionen Lippenstiften, die jetzt gerade in einer Kiste sitzen. Deswegen habe ich mal meine ColourPop Lippy Sticks rausgekramt und habe hier Skimpy und She Bad. Und Skimpy ist eine Creme. Und da ist ein bisschen mehr Pink, glaube ich. Aber ich glaube, es könnte trotzdem gehen. Wir schauen mal. Ja, doch, es ist schon genauso komisch hell. Nein! Nein, 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 nein! Ich hab den. Ich habe ihn Julia ausgeliehen. Okay, ich brauche einen anderen Lipgloss, der irgendwie so ähnlich aussieht. So ein bisschen... Ich nehme jetzt diesen Lipgloss hier. Das ist Toffee, weil bei ihr sieht man diese Glitzerpartikel gar nicht. Und ich habe es gerade schon mit einem anderen versucht und das hat irgendwie nicht so ganz hingehauen. Deswegen nehme ich mal den hier. Ich hätte auch so ein bisschen von Moon Jelly drüber gegeben, weil der so einen iridescent Schimmer Glitzer hat. Und das passt, glaube ich, ganz gut jetzt. And to seal the deal, some setting spray. Ich habe keinen coolen Fächer zum Fächern. Okay, Leute, das hier ist es wohl der fertige Look. Ich muss ja sagen, ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Davon abgesehen, dass es jetzt locker 3 bis 4 Stunden gedauert hat, bis ich das jetzt alles auf meinem Gesicht hatte, finde ich, ich habe das echt gut gemacht. Außerdem passt es zu meinem Pulli, habe ich gut ausgesucht, ne? Lass mal so tun, als wäre ich cool und fancy und mache mal meine Haare wieder auf. Die sehen mittlerweile auch nicht mehr so geil aus, aber okay. Ich habe schon viel mitgemacht heute. Boah, Leute, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ich habe so Angst gehabt, dass es voll schlecht wird. Boah, ja, ich fühle es voll. Ich finde es geil. Lustigerweise verleitet mich dieses Make-up einfach nur dazu, mehr Make-up in mein Gesicht zu klatschen. Vielleicht ist das, was passiert ist bei Niki. Übrigens 0% Shade. Ich liebe Niki. Ich finde sie großartig. Ich finde Make-up geil. Ich finde Make-up in ihrem Gesicht geil. Ich finde alles gut. Bevor wir uns hier falsch verstehen. Ja, wie gesagt, das ist der fertige Look. Ich finde, ich habe mich gut geschlagen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Oder wenn ihr vielleicht noch jemand anderen sehen wollt, dann könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht Hattie oder so mache. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Auf jeden Fall findet ihr jetzt hier jetzt mein letztes Video. Und hier das Video von Niki Tutorials, falls ihr das noch nicht gesehen habt, was ich jetzt gerade auf meinem Gesicht habe. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder mit ziemlich vielen coolen Produkten, die neu sind. Also auf jeden Fall mal reinschalten. Wir sehen uns wie gesagt dann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.